I think it's time for the front ball. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird nach mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren endlich mal wieder Zeit, nach Neuseeland zu fliegen. War ein bisschen problematisch mit den Flügen. Ich habe ein bisschen zu lange abgewartet. Habe jetzt aber alles gebucht. Erstmal nur den Hinflug tatsächlich. Der Plan ist, so 3 bis 3,5 Wochen da zu bleiben. Und ich dachte mir, anstatt dass wir erst vor Ort anfangen zu filmen, nehme ich euch wirklich komplett mit auf die komplette Reise, inklusive Vorbereitung und so weiter. Wie gesagt, Hinflug ist gebucht. Jetzt müssen wir noch die Räder packen. Ich muss gucken, wie viel Zeug ich wirklich mitnehme. Ob ich die große Kamera mitnehme oder einfach nur ein bisschen Actioncams und Drohne mitnehme. Drohne nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Und ja, ich bin echt gespannt. Crankworx Rotorua steht an, Speedenstyle, Whip-Offs und so weiter. Danach einige weitere Ziele und natürlich als Hauptziel danach Queenstown. Das heißt, richtig viele fette Locations, hoffentlich richtig viel Action. Sagen, ihr entscheidet in der Instagram-Story. Falls ihr noch nicht auf Instagram folgt, hoppala, dann gerne mal Instagram vorbeischauen, würde mich freuen. Und ja, wir legen los. Neuseeland-Trip 2023. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Let's go! Bikes sind gepackt, Downhillrad kommt mit und Dirtjumprad kommt mit. Letztes Mal, als ich in Neuseeland war vor 4 Jahren, hatte ich nämlich nur das Downhillrad mit und konnte deswegen zwar Dreamline und so weiter fahren, aber leider nicht die George Road Jumps und so weiter und kein Speedenstyle. Jetzt endlich mit 2 Rädern unterwegs und ich reise einfach nur mit den beiden Bikebags und einem kleinen Rucksack. Nehme einfach Unterwäsche für 2 Wochen mit, ein paar T-Shirts, 2 Hoodies, 2 Hosen und gib ihm. Dann lieber mal ab und zu waschen und dafür weniger Gepäck mitschlüren. Das war es so grob zum Packen. Ihr habt gestimmt für große Kamera, mit der ich jetzt gerade noch filme, nicht mitnehmen, was es ja ein bisschen angenehmer macht. Dann einfach nur mit Actioncams und Drohne. Jetzt noch kurz Gym-Session, kurz ins Studio. Muss gar nicht nach Neuseeland. Sonnenschein. Aber Flug ist gebucht, ich hab Bock. Let's go. Gym-Session ist done. Und machen wir noch kurz den Livestream und dann geht's auch schon los. Und weil ich jetzt eine Weile unterwegs bin und mich dann dementsprechend auch nicht um den Shop kümmern kann, das immer noch so eine Solo-Nummer von mir ist, habe ich mir überlegt, anstatt den Shop zuzumachen, machen wir einen fetten Rabattcode für euch. Und zwar kriegt ihr einfach auf alle Oversize-Hoodies 10 Euro Rabatt mit dem Code HOODIE10. Blende ich euch hier ein. Wenn ihr euch einen geilen Hoodie gönnen wollt, dann schaut jetzt auf der Website vorbei, redking.com. Gebt den Code HOODIE10 ein, nachdem ihr das in den Warenkorb gepackt habt, und ihr kriegt 10 Euro Rabatt auf alle Oversize-Hoodies. Das war's vom Home. Jetzt geht's los. So, ich hab's nach Neuseeland geschafft, aber bisher nur nach Auckland. Das hat jetzt circa 26 Stunden oder so gedauert oder 28. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich vorher schon 24 Stunden nicht geschlafen habe, weil ich eben nicht mit dem Flughafenhotel genommen habe, sondern quasi nachts losgefahren bin nach Frankfurt und dann morgens direkt losgeflogen bin. Bin jetzt aber in Auckland, aber musste jetzt erstmal komplett meine Bags einsammeln und quasi aus dem Flughafen auschecken. Um jetzt zum Domestic Terminal, da habe ich mir dann wieder einen neuen Flug gebucht und halt nicht in einer Linie alles gebucht, um da dann leider erst in 7 Stunden wieder einzuchecken. Hier ist es jetzt genau 1.40 Uhr nachts und zu Hause sind es mit genau 12 Stunden Zeitverschiebung 1.40 Uhr nachmittags. Also ein bisschen hinterher zu Hause, 12 Stunden. Das heißt, die gesamte Reise dauert circa zwei komplette Tage, bis man dann wirklich da angekommen ist, wo man angekommen sein will. Also wie gesagt, durch dieses Layover hier von 7 Stunden und dann nochmal 1 Stunde Flug bis nach Rotorua zieht sich das echt. Zwischenzeitlich so extremst müde und am Arsch gewesen, dass ich gar nicht mehr konnte. Gerade fühle ich mich wieder relativ fit. Ich wollte meine Bikes hier wieder einchecken und die waren beide Bikebags knapp 3 Kilo drüber, also beide fast 35 Kilo und die nehmen sie sehr genau. Durfte nur 32 rein, also musste ich alle mal erstmal Zeug rausnehmen. Und das ist dann wirklich so geendet, dass ich am Ende wirklich eine Unterhose nach der anderen rausgenommen habe. So, und die, bis ich genau auf 32 Kilo gekommen bin. Also wirklich auf die Unterhose genau. Und die irgendwie jetzt alles in meiner Tasche unterbringen musste. Ich muss jetzt noch meine Helmet-Bag, musste ich auch komplett rausnehmen mit Helm. Hab den Helm auch noch mit Klamotten vollgestopft.
musste noch meinen zweiten Hoodie auch rausnehmen. Einen habe ich gerade hier umliegen. Also den nehme ich wirklich sehr genau. Und das nächste Problem ist gleich noch, wenn es dann wirklich zum Security-Check geht, man darf eigentlich nur 7 Kilo Carry-On. Ich habe jetzt hier 17 Kilo. Ich hoffe einfach, dass sie nicht wiegen, weil ich mir den ganzen Elektronik-Sachen halt, Kameras, Laptops, Drohne und so weiter, kann ich eh nicht in die Checked-In-Luggage abgeben. Müssen also sowieso da rein. Es fühlt sich echt geil an, wieder hier zu sein. Es riecht so ein bisschen nach Sommer. Ist ja auch noch Ende Sommer hier in Neuseeland. Bin auch einfach happy. Ich hoffe, der Rest passt jetzt auch noch. Und dann haben wir es hoffentlich bald endlich geschafft. Hotelzimmer und ich habe tatsächlich meine komischerweise noch vorhandene Energie direkt dazu genutzt, meine Räder direkt weiter aufzubauen. Das ist der Lino, mit dem teile ich mir diese Woche das Zimmer und draußen regnet es schon. Tja, aber ich bin happy, dass wir da sind. Ich bin auch happy, dass wir ein Hotel haben. Der Lino hat gesagt, er war vorher in einem Hotel, das kompletter Ranzschuppen war. Also es war echt nicht zumutbar. Deswegen bin ich froh, mir jetzt hier das Hotelzimmer zu teilen. Genauso geht es mir nämlich auch, weil alleine hätte ich mir, glaube ich, kein Hotelzimmer gegönnt. Aber ja, hat gut gepasst. Ja, und ich brauche jetzt erstmal was zu essen. So, gestern hat es geregnet, heute scheint die Sonne und wir gucken jetzt erstmal den Speedenstyle-Kurs an. Kleiner Kurscheck. Ich kenne den selber noch nicht, bin noch nie gefahren, noch nicht großartig was davon gesehen. Und die sind hier erstmal am Weedwacken. Ja, also der Run-In sieht auf jeden Fall gut fahrbar aus. Nicht. Schaut, das sieht gerade ein bisschen so aus, als hätten die heute angefangen, den Kurs zu präparieren. Das sind die beiden Final Jumps. Und ich glaube, das ist der Whip-Off-Sprung. Und man sieht das jetzt wahrscheinlich auf der GoPro nicht, aber das. Also es hat gestern stark geregnet, aber der komplette, das Flat vor dem Whip-Off-Sprung ist einfach. Keine Ahnung, was ist das? Ich weiß nicht, was. Ein Schlachtfeld. Es bleibt spannend. Es wird spannend. Ja, davor kleiner Stepdown und dann fast eine 180 Grad Berm. What is this? Okay, wir halten es jetzt mal zugute, dass es gestern stark geregnet hat. An sich, was ich bis jetzt vom Kurs sehe, sieht der Kurs echt richtig geil aus. Das sieht spaßig aus. Die Kurve ist ganz schön lang gezogen. Da hast du, glaube ich, in der Außenkurve auf jeden Fall einen Nachteil, weil du nicht so lange reinpushen kannst. Da sind komplett die Regenruts drin. Ne? Das sind die zweiten Jumps. Baba. Nur die Regenruts sind nicht so Baba. Sonne scheint. Und wir sind in Neuseeland. Ja? Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, wir machen gleich Whip-Offs. Die haben den Sprung so halbwegs wieder fertig bekommen. Flat wieder glatt gemacht und hart gemacht. Ich hoffe, dass es hart genug ist, dass man auch schnell genug ist für den Sprung. Werden wir gleich sehen. Ich will auf jeden Fall nicht der Erste sein, der testet. Muss ich auch zum Glück nicht machen. Die Anfahrt ist komisch, weil du musst den davor übelst wegscrubben, damit du halt nicht den überschießt. So. Yeah. Muss aber trotzdem irgendwie den Speed mitnehmen, aber ich wollte erstmal nur rüberkommen. Right. So just getting word from. We cut this field down to our Super Bowl. Mark Diekman with the steezy cork flip, folks. Before we cut this field down to our Super Bowl. Mark Diekman with the steezy cork flip. I don't have any back protection. I don't have any back protection. I think it's time for the front ball.
Short, I was like, fuck. Wann hast du das letzte Mal damit Rundflip gemacht? Anderthalb Jahre. Die Whip-Offs liefen top, richtig Spaß gehabt, bis ins Finale gekommen. Zwar nicht auf dem Podium gelandet, war auch nicht mit den Rips so 1000%ig zufrieden, brauchte erstmal so ein paar Runs, um warm zu werden und richtig happy, wie es gelaufen ist. Und dann habe ich mich ganz spontan noch für das RDH-Rennen heute angemeldet, was wahrscheinlich jetzt schon eine ziemlich dumme Idee war, denn ich bin das vor 4 Jahren schon mal mitgefahren. Das ist keine Downhill-Strecke, es ist einfach so eine flache Cross-Country-Strecke eigentlich, wo man die ganze Zeit von oben bis unten treten muss. Und ich werde wahrscheinlich der Einzige bei den Pro-Ridern sein, der mit dem Downhill-Rad fährt. Die anderen werden schlau genug sein und haben wahrscheinlich alle ein Enduro-Rad dabei. Ich habe halt nur mein Downhill und mein Dirt. Aber just for fun, einfach von oben bis unten durchpaddeln und danach zusammenbrechen, weil ich nicht mehr kann wahrscheinlich. Das sehen wir gleich, aber erstmal zum wichtigsten Teil des Tages. Und zwar freue ich mich da jetzt schon seit 4 Jahren wirklich drauf. Ich würde behaupten, einer der Top 5 Activities, die man auf diesem Planeten machen kann. Die Strecke soll zwar ein bisschen umgebaut sein, aber Lusch hier in Rotorua, Neuseeland. Ihr seht gleich, wenn ihr es nicht kennt, seht ihr gleich, was es ist. Ich kann es nur empfehlen. Aber erstmal, ja, ihr werdet gleich sehen und dann werdet ihr auch verstehen, was ich meine. Linus, erstes Mal auf der Lusch. Let's go. Come on! Get out of there!
What? I lost my phone. Shit. On that team. Oh, fuck. Oh, shit. Enjoy. Thanks. Erster Practice Run hier auf der RDH-Line. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo es lang geht, deswegen auch erstmal einfach nur rollen, nicht allzu viel Energie verschwenden, die ich dann später noch brauche. Wie gesagt, eigentlich eher den Trail fürs Enduro-Rad, weil ihr seht, bis auf die paar Sprünge hier geht es eher flach zugange. Steilkurve können wir mal hochnehmen. 180 Grad. An sich schon lustiger Trail, aber auf dem DH-Rad halt jetzt schon anstrengend. Geht noch eine ganze Ecke weiter nach unten. Lustig, wenn man alles so halb blind fährt. Zu kurz. Kleinen ersten Trainingsrun habe ich mir jetzt meinen Race-Chip geholt, der hier an die Gabel kommt. Damit wird dann die Zeit gemessen und ja, ich muss sagen, besser als ich erwartet hatte, der Track. Ich glaube, vor vier Jahren, als ich den schon mal gefahren bin, hatte ich so in Erinnerung, dass ich danach komplett die eingestaubte Lunge hatte, 10 Minuten am Husten war, weil der Track auch total staubig und somit halt stellenweise auch extrem sandig und weich war und deswegen musste man noch mehr treten und ja, man muss immer noch durchgehend treten, aber ich glaube, es ist ein Ticken weniger anstrengend. Vielleicht ist die Luft auch ein Ticken angenehmer, kann auch sein. Keine Chance haben gegen die ganzen Enduro-Racer, also einen Haufen, wie gesagt, Downhill-Pro-Racer, World Cup-Racer, Enduro-Racer und so weiter. Und ich muss halt in der Pro-Kategorie starten. Wie gesagt, just for fun, wir sind hier, um Spaß zu haben. Track macht Spaß. Das ist ein gutes Ausdauertraining für heute. Alles klar, Race Run upcoming. Ich weiß gerade nicht, warum ich mir das antue, gegen die ganzen Elite Racer anzutreten. Aber ja, you already know what it is. Wir sind wieder auf dem 3 Bar Pressure Program auf den Reifen. Ich hoffe, dass ich aus den Kurven nicht komplett rauswasche. Yeah, aber just having fun with it. Versuchen nicht letzter zu werden.
Yeah. 10 seconds. Right. Five. Oh, we didn't have a 3.7, did we? Oh, that was the 3.7, wasn't it? 10 seconds. 5 seconds, go when you're ready. Yoo! Rein resultattechnisch war es eine richtig dumme Idee, sich beim RDH-Rennen anzumelden. Beziehungsweise, ja, eigentlich eine dumme Idee, dass ich bei den Elite-Fahrern mitfahren musste, denn absolut keine Chance. Ich bin immer gerne ab für eine Challenge und ich hatte an dem Donnerstag, an dem das Rennen stattgefunden hat, eh nichts anderes zu tun, weil wir Whip auf den Tag davor hatten und den Tag danach, also heute erst Sweden-Style-Training. Und ja, deswegen besser ein Rennen als kein Rennen, hat Bock gemacht, aber ja, performance-technisch bin ich da ganz weit hinten. Wir hatten jetzt schon ein bisschen Speed-Style-Training heute. Kurs rennt gut, teilweise zu schnell für meinen Geschmack. Wir haben jetzt die unteren beiden Kicker sogar ein bisschen nach hinten gestellt, aber für meinen Geschmack noch viel zu wenig. Die haben den 40 cm weiter nach hinten gerückt, die beiden Kicker unten. Und meiner Meinung nach hätten die 2 Meter weiter wegstellen müssen, weil man unten viel zu viel Speed hat. Und wenn man dann vor den Tricks immer die Bremse antickern muss, ist immer ein bisschen schwierig zu berechnen. Dann am besten ist immer, wenn man halt aus dem Kurs kommt und Fullspeed in den Kicker reingehen kann und das genau passt für Tricks. Ist jetzt so nicht der Fall. Oben muss man auch bremsen. Die beiden Fronties, die ich gemacht habe, auch voll ins Flat. Das heißt, davor muss ich auch bremsen. Aber an sich, ja, würde ich sagen, läuft ganz gut. Ein paar Berms, ein bisschen, die eine Berm auch sehr eng oben. Aber an sich, sehr cooler Kurs. Gefällt mir. Mehr als der Whistler-Kurs letztes Jahr. Morgen nochmal Training, Quali. Und ja, gucken, wie das läuft.